Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 247. Episode dieses Empyrean Galactic Survival Let's Plays. Ja, ich zeige euch hier wieder meine Reisetagebücher. Ich bin unterwegs auf meinem Server und schaue mir Dinge an, die von den Spielern gebaut wurden. Im Moment bin ich auf einer Basis, einer Orbitalstation, einer Werft vom Yep, bin da. Wer noch? Wir stehen hier in der SV-Konstruktionshalle. Und hier unten guckt man hier auch diese Skalierung. Da fängt man hier mittig an zu bauen. Kann dann rechts, links so dort abschreiten. Das ist schon gut durchdacht so von der Sache her. Hier sind die ganzen Kleinteile drin, die man zum Bauen eventuell braucht. Jetzt noch runter zu Konstruktoren. Oder zu den Konstruktoren, falls man sich noch was nachcraften muss oder so. Gut, schauen wir uns noch an. Aber ich glaube, ich arbeite erstmal diese Ebene ab. Vielleicht gibt es ja auch untenrum, obwohl, untenrum wird es ja keine Verbindung geben, nur vom Keller zu Keller oder so. Na gut, egal. Was haben wir hier? Das sieht ja aus wie eine Aussichtsplattformkugel oder so. Na, das sieht von außen, sieht das alles so ein bisschen, naja, rund kann man nicht sagen, aber doch, sollte eventuell rund sein. Und von innen sind das dann halt hier so eine Ecken. Aber da kann der Jep nichts für, weil wir haben ja keine anderen Blöcke, ne? Also das wird hier... So wie diese Scheiben vielleicht alle so ein bisschen flacher wäre oder so, das wäre natürlich cool. Dann könnte man auch so eine Kugel von innen schön haben. Gut, warte mal, hier Lichtsystem, alles schön miteinander verbunden. Nice, fette Rohre. Und ja, da jetzt dann irgendwie hoch. Und hier jetzt auch irgendwie runter. Oh, das sind ja auch riesen Elemente, diese Module. So, das ist einfach eine kleine Büroecke, okay. Dann... gleich runter in den Keller. Schauen, was hier noch ist. Oh, hier ist ein bisschen dunkler. Ah, und so wird's heller. Muss ich bloß begehen. Auch mal eine Blume. Alle durch Wände abgeteilt. Na, hier könnte vielleicht, könnten Gäste unterkommen. Ein bisschen Crew oder so. Toilettenbereich. Fein, 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 fein. Warte, oh. Vorführkugel an. Waffenteststation an. Lackiererei an. SV-Windkanal an. Windkanal, auch eine nette Idee. SV-Konstruktion an. SV-Planung an. Sind ja alle an, das heißt, ich brauche ja den Schaltern ohne Stromruppen. Oder machen wir uns ja auch bloß irgendwas aus? Vermutlich Licht oder Hauptstromzufuhr, keine Ahnung. Die Finger weg, bevor wir kaputt machen. Gut, dann sind wir hier sozusagen am Ende. Nice. Schöner, aufwendiger Bau. So, dann gucken wir uns jetzt hier den Keller an. Tüdüm. So, okay, na, durch Scheiben sieht es ja immer ein bisschen dunkler aus. Moment. Ah, das ist jetzt wahrscheinlich wieder zu hell. Weg. Ein bisschen Funzel wäre schon toll. So, hier soll das Aquarium hinter. Hier kommen dann die Fische rein und so. So, das ist jetzt hier die Constructor-Ebene. Da ist das hier. Jetzt bin ich hier in einem abgecancelten Bereich. Was ist, wenn ich jetzt an den Constructor da hinten ran will? Dann soll ich wieder außen rumlaufen? Du, ich bin Ingenieur. Ich bin lauffaul. Das kommt mir aber nicht zugegen. Na gut, vor mal gesprungen. So, und jeder Constructor hat hier seine eigene Liste, die er machen kann anscheinend. So, ist hier in denen noch irgendwas drin? Oder ist das auch wieder... Nee, ist alles Mimikry. Na, aber trotzdem schöne Idee, so alles in allem. So, rufen wir ans andere Ende. Die haben wir aufgemacht, die Klappe. Ach, siehst du, von ganz oben hätten wir uns auch einführen können. Okay. Und hier ist Feierabend, geht's nicht weiter? Eine Sackgasse? Was ist denn das für eine Misskonzeption? Pass auf, wir machen es hier. Habe ich den Admin noch an? Nee, habe ich nicht. Jetzt. Da machen wir es nämlich so. Sparen wir uns den Weg. Schalte ich den Admin wieder ab. Könnte er ja mit G, wenn er immer an ist. Aber auch nur auf demselben Playfield. Wenn ich jetzt woanders hinspringe, dann kann ich nicht mit G an- und ausschalten. So, dann lungern wir mal uns weiter hier in das nächste Abteil. War da oben rum, war da auch noch mal. Ich war der Meinung, dass ich hier aus dem Teil auch habe irgendeine Verbindung nach oben gesehen. Also irgendwas aufzugsmäßig. Guck mal hier, da ist doch irgend so ein... Ach, das ist das Ding hier. Okay. Da
heißt, man braucht ein Schiff, um nach oben zu fliegen oder so. Na, schauen wir mal, vielleicht kommen wir auch noch irgendwie auf einen anderen Weg nach da oben. Was ist das? Ist das der Windkanal? Na, wir haben jetzt nicht die Außenbeschriftung. Anscheinend, ja, weil das hier auch so abgetrennt ist. Aber es gibt doch keine Tür. Das heißt, wenn er jetzt die Düsen anmacht, dann haben wir den Salat. Na, hier scheint noch eine Verbindung zu sein. Hier sind die Düsen. Hier kommt dann krasse Luft her, anscheinend. Das geht auch noch weiter. Das heißt, unten sind anscheinend irgendwelche fetten Turbinen oder so. Alle denn in unsere Richtung hier ausgerichtet. Guck mal hier, das geht bis unten runter irgendwie. Gut, da kommen wir aber irgendwie noch auf einen anderen Weg hin. Uns mal erstmal nicht spoilern. Hier ist ja noch ein Haufen Technik. Wie, die gucken alle weg? Sollte man nicht zum Objekt hingucken, wenn da irgendwie geluftkanalt wird? Keller. Ja, andere Seite wird sicherlich auch ähnliche Technik sein. Hier ist noch ein Aufzug, Toilettenecke. Ja, schön gemacht. Alle dann auch so die Lichtverteilung. Schön. Und, was? Okay. Was ist das denn? Moment, hier ist ein kleiner Raumschiff angekoppelt. Ich komme jetzt hier, aber ich stecke irgendwie fest. Irgendwie hier in der Ritze. Das ist hier ein SV irgendwie angekoppelt. Das ist anscheinend so eine Art, Gondel, mit der man sich zur Not wegschießen könnte oder so, falls das Ding brennt oder sowas. Anscheinend, ja. Interessant, cool. Und so eine Notfallkapsel. Und das scheint auf der anderen Seite auch zu sein. Also hier drüben. Schöne Idee, ja. Ja auch. Nice. Ja, die Jungs hier kommen auf Ideen und die Mädchen, das ist unglaublich. Ich meine, wie lange baut man an so einem Ding? So, wo war der Weg in den Keller? Andere Seite wieder, ne? Ja. Abzweig irgendwo hin. Okay, müssen wir uns merken. Wir machen erstmal hier. Wir wollen die Turbinen sehen. Okay. What the? Das ist aber keine Turbine. Das ist ein Gravitationserzeuger. Und hinten ist auch Feierabend. Okay. Pass mal auf jetzt. Oh. Sieht normalerweise kein Mensch, aber hier ist eine fette Achse drin, ein fetter Propeller, fetter Ventilator. Guck mal, hier wird die Luft eingesaugt, die dort hinten dann wieder austritt. Nice. Nett gemacht, auf jeden Fall. Also das hier fällt mir gut. Was ist hier? Warum ist hier so was bunt? Was soll das? Was ist das für ein Tank? Oder, ja, könnte ein Tank sein. Im Tank ist nichts. Rot und Blau, warm und kalt. Keine Ahnung. Vielleicht komprimierte Luft oder sowas, die hier angewärmt wird. Keine Ahnung, falls man noch ein bisschen Südsee-Flair hier haben will. Für warme Luft oder so. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay, von hier sind wir, ja, von hier sind wir gekommen und dann gab es da hinten links einen Abzweiger dort lang. Ging es noch weiter geradeaus? Nee, eigentlich nicht. Hinter war dann auch Ende. Ja. Ja, als Admin ist man einfach auch ein bisschen schneller unterwegs, oder? Muss man ganz klar sagen. So, wo sind wir denn hier? Wir hatten auch draußen auf dem Laubengang hier immer so ein paar Schilder hängen, damit wir auch wissen, was los ist. So wie hier. Hier SV Windkanal. Ah ja, haben wir hier Informationen. Die Lackiererei. Okay, das wird nicht alle Tiere an einer Stelle gemacht. Nein, 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 nein. Dafür gibt es hier eine eigene Halle anscheinend. Hier wird rumgelackt. Okay, haben wir eine Grube. Hier können wir das Teil dann raufstellen. Und auch schön von unten drunter arbeiten. Ja. Guck mal, kannst du durchgucken. Hier noch ein paar Mimikry-Rohre und so. Nice. Texturen und Symbole sind in dem Schrank hier drin anscheinend. Lackpapier.
Lackpistole. Achso, hier sind die Lackierwerkzeuge praktisch drin. Kann man sich dann rausnehmen. Naja, habe ich selber dabei. Brauche ich nicht. So, für größere Objekte kann man sich dann hier auch oben aufstellen. Kann mit dem Kopf sich hier anlehnen und man fällt nicht runter. Natürlich raffiniert. Ebenso hier, ja. Nice. Hier war da noch irgendwo Keller. Links noch runter. Da wollen wir nämlich auch hin. Oh, schön bunt. Ach, das sind hier Farbtanks. Verstehe. Geil. Schöne Idee. Lichtlackkeller aus, Brennkammer an aus. Ja, die Farbe muss ja, die wird ja erst lackiert und dann wird es dann in den Ofen geschoben, also das Schiff, damit die Farbe aushärten kann. Nehme ich mal schwer an, dass das die Lore dahinter ist, die Story. Ja, also. Abgefahren, 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 was ihr hier baut. Immer wieder. So. Dann geht's hier weiter. Hier an der Seite, was haben wir hier noch so? Na, Bürobetrieb ist es nicht, aber irgendwelche wissenschaftlichen Stationen. Könnte nur noch Druckschleuse sein. Was ein Komplex, Leute. Da nehme ich an, das ist wieder so eine Rettungskugel. So eine Kapsel. Jawohl. Und hier geht's raus. Haben wir hier einen Text? Die Brennkammer wartet jetzt hier. Okay. Hier steht das Schiff dann drin. Darf aber auch nicht so wahnsinnig groß sein. Ne? Also, mein gut, wir reden über SVs. Machen wir nochmal einfach hier draußen weiter. Was haben wir denn hier, wo ich an und für sich landen wollte? Ach, das ist schon irgendwie so ein Bay. Hier könnte ein Schiff stehen. Ja, dasselbe ist da drüben auch da, wo ich dann längsseits gegangen bin. Hätte ich mich praktisch hier rin oder ranfummeln müssen und hätte dann hier direkt einen Eingangsbereich gehabt. Vermute ich mal. Okay. So viel zu. Ich möchte alles richtig machen. Hier auch zwei Ebenen, falls man mit einem kleineren, also mit einem Floh, könnte ich mich hier aufstellen. Mit dem Transporter könnte ich mich dann hier an die Tür sozusagen irgendwie ran pflanzen. Vielleicht. Oh, großer Übergang. Ja, wir müssen noch außen uns das noch ein bisschen angucken. Also, da gibt es so viele Details hier draußen. SV-Waffenteststation. Okay, hier wird Probe geschossen. Das sind die Rezepte, was man beispielsweise für einen Laser-Charge braucht, also für eine Laserladung. Also Vorratskisten, die vermutlich wieder leer sind. Selbstverständlich. Achso, und geballert wird hier, oder was? Nee, guck mal. Da sind die Ziele. Das heißt, kommen wir mit dem SV an, aus der Brennkammer. Hier hin. Na, jetzt müsste man noch so ein Aufzugsplateau haben. Also eine Plattform, die richtig runterfährt, oder? Ja, wäre schon cool. Dann stellt man sich hier unten hin mit seinem SV und ballert in diese Richtung. Schöne Idee. Nice. Kickt euch das Ding an. Und überall hier O2. Also O2 hat das Ding ja bis in alle Ewigkeit. Bei den ganzen Tanks, die wir hier schon mittlerweile gesehen haben. So, was gibt es hier sonst noch bemerkenswert? Hier ist alles bemerkenswert. Aber schön gemacht, schöne Details. So, gehen wir wieder rein. Gucken wir oben rum. Das ist praktisch ein großes Warenlager. Das sind immer hier Kisten mit möglicher Munition. Mit möglicher Munition. Okay. Ja, geht dann hier weiter bis runter in den Keller. Nehme ich an. Sind wir schon im Keller? Nee. Oh, komm, jetzt noch tiefer. Hier, Abkürzung. Okay. Das ist dann der Keller. Dann stehen wir hier auf der Plattform. Gut, dann sieht kurz nochmal ab. Hier hin.
So, ist das Schiff jetzt fertig oder kommt noch ein Step? Ja, scheint noch was zu kommen. Auch schön ausgeleuchtet alles. Cool. So, schauen wir mal, wo sind wir denn hier? Der Vorführraum, genau. Hier wird es dann verkauft. Das frische Schiff. Und hier geht es dann raus. Ja, praktisch eine fette Fabrikanlage. Von der Konstruktion bis hin zur Vorführung, alles dabei. So, unten geht es noch luftmäßig weiter. Ansonsten ein karger Keller, aber das macht nichts. Wir haben obenrum ja hier noch gesehen. Und wer weiß, was hier noch reinkommt. Das ist ja auch alles, das sind ja alles Work in Progress, die Schichten hier. Unterstelle ich dir heute mal. So, wir gucken uns jetzt mal hier das von außen ein wenig an. Was der hier gezaubert hat, weil hier sind ja auch überall Rohre, irgendwelche kleinen Gizmos oder so was. Nice. Ja, was könnte das hier für eine Konstruktion sein? Man weiß es nicht. So, hier ist leicht aufgebrochene Kugel für den Schießstand. Eine größere Kugel. Auch schön hier so mit den aufgesetzten Platten hier, so, um im selben Stil so weiterzumachen, ist cool. Was sind auch alle O2-Tanks hier? Bis sonst wohin. Also ich sehe, hier ging es ja dann noch irgendwie hoch. Das müssen wir dann auch irgendwie noch klären. Ne? Also wir sind ja bei beiden noch nicht fertig. Also wir sind jetzt hier unten rum fertig. Hier haben wir angefangen. Hier hinten, das haben wir alle gesehen. Also hier wird dann das Schiff sozusagen entworfen. Hier werden die ersten Teile sozusagen zusammengesteckt. Dann geht das Schritt für Schritt sozusagen weiter. Siehst du, und hier hat mir auch vorgemacht, hier ist ein kleines Raumschiff, was hier angelegt ist und wahrscheinlich auch direkt einen schönen Übergang bietet hier. Ah, okay. Personentransporter. Oh. Ja, und irgendwas mit der Gravitation nicht hin. Ich bin hier eben weggedriftet. Okay, das ist auch ein Zwei-Etagen-Schiff oder so. Sehe ich das richtig? Nee. Doch. Doch, richtig. Ja, komme ich aus eigener Kraft nicht rein. Brauche ich mal eine Hebamme oder so. Das ist ja für die Arbeiter, oder? Eventuell Besucherströme oder so. Stark. Hier ist das Teil dieser Zäpfchen hier. Ja, keine Ahnung, ob das eine Verbindung ist runter zum Planeten oder das Ding praktisch hier so diese Base hier wie Busstation abklappert, weiß man nicht. Ist aber auch, glaube ich, nicht ganz so wichtig. So, und hier gibt es dann diese Verbindung nach oben und die kann man auch anscheinend nur mit einem Schiff zurücklegen. Also hier, das war hier die Nummer. Ja, was machst du denn als Arbeiter? Gibt es ja nicht irgendeinen Aufzug, irgendeine Verbindung? Krasse Tunnelsystem. Und dann ist da auch immer ein Aufzug. Achso, man kann mit seinem SV, mit einem kleineren Schiff, so eine Art kleinen Taxi, hier hinfliegen. Moment. Gibt es irgendeinen Übergang? Was ist das? Noch. Achso, hier ist ein Schiff. Das ist ein. Ach, das sind Andock-Plattformen praktisch für größere Schiffe. Ah, verstehe. Mich hier praktisch auch mit meiner Wanne hinzwängen können oder so. Ah. Ja, ist aber natürlich doof, wenn ich jetzt mit der Wanne mich hier hingestellt hätte, dann hätte ich jetzt hier alles laufen müssen und dann wäre ich hier gesprungen oder wie? Ich meine, ich springe ja gerne, mache ich ja gerne mal, aber. Ich weiß nicht, ob das Otto normal auch gerne macht. So, was ist das hier für ein Zeppelin? Was kann der? Wozu ist der da? Oh, vielleicht ist das Shuttle? Nee, ist eher Verteidigungseinrichtung, falls hier irgendjemand das Ding angreifen möchte. Oder? Diese Parkplätze sind Tatsache nur für diese stationseigenen Schiffe vorgesehen. Kann natürlich auch sein.
Also ja, nicht mal für so Besucher wie mich oder dich. Mann, hör doch mal zu, ich will... Jetzt komme ich wieder nicht hoch. Jetpack. Oh, wollt ihr hier hin? Hier gibt's doch bestimmt auch ganz wichtige Sachen zu sehen. Ja. Nice. Nächste Sackgasse, okay. Ja, und die Tür wird auf jeden Fall aufgehen. Das heißt, wir müssen uns auch hier vorbeistellen. Haben wir gemacht. Generatoren, Tanks. Schönes Licht. Komm hier nicht hoch. Zündet. Admin. So, Warpkern, aber hier soll man anscheinend ja nicht so richtig hin. Mir fehlt hier noch die ganze Abteilung für den Piloten und so. Achso, hier. Ne? Dann geht's hier hoch. Weil hier jetzt noch weiter hoch. Ja, ich hab noch eine Etage, okay. Und das ist eine Sackgasse. Wichtig. Hier können wir Luft. Brauchen wir Luft? Oh, komm, ein bisschen. Oh, wissenschaftliche Station. Das hätte man von außen ja nicht gedacht. Kernchen. War an der Warpspule wieder. Ja, kick mal hier. Kann man durchgucken. Was soll das denn? Die Steine passen ja nicht richtig zusammen. Okay. Antriebsgeschichten. Haben wir immer noch nicht das Cockpit hier von. So. Auch wenn ich hier durch die Wände durchfliege, will ich doch so ein bisschen auf den Wegen bleiben, damit das nicht ganz so verwirrt. Hier, das ist noch irgendwie ein Geschütz, oder? Ja, Raketenwerfer noch irgendwo hin. Waffensektion. Hier kommt man doch eigentlich auch nicht durch. Ja, und wie fliegst du das Ding nun? Irgendwo ein Stuhl hier mal sehen oder so? Und hier sind wir Popo. Das heißt, ist hier oben noch irgendwas, was ich hätte sehen müssen? Oh, hier ist vorne. Strange. Oder vielleicht soll das Ding ja nicht geflogen werden. Vielleicht ist das eine Drohne? Irgendwas, was da automatisch hier für Action sorgt? Ja, da bin ich ein klein wenig überfragt gerade. Also ich sehe keine Bestuhlung für den Kapitän der Geschichte. Selbst mit durch die Wände durch nicht. Ja. Gut, dann ist das ein weiteres Mysterium dieses Universums, würde ich sagen. Warte mal, ich bin neugierig. P vom Yep. Cockpit, das Ding hat ein Cockpit. Ich find's nicht. Das ist ja der Hammer. Hier, zeig mal auf Hart an. Oder ihr macht, bringt das was? So. Ja, auf Hart, oben rechts, was willst du in dem Knäuel sehen? Ja, es kann sein, dass das in irgendeiner Ecke steht und man dann, was weiß ich, hier irgendwie durchgreifen muss, F drücken und dann sitzt man auf dem Stuhl. Das kann durchaus sein, dass das Ding so versteckt ist. Tja. Feldsuchspiel. Was ich hier an dieser Stelle abbreche. Wir machen Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.